Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 0910. Die FDP will ihren Platz neben der AfD im Bundestag loswerden. Also mit der CDU tausche, so dass die CDU-CSU dann über der AfD sitzen muss. Aber ich gehe mal davon aus, dass die CDU da gar nicht mit einverstanden ist. Also wie im Kindergarten, wo sich die Kinderlein streiten, neben wem sie sitzen dürfen. Das Beste wäre, man macht eine Trennwand. Oder man verpflichtet die AfD in Zukunft draußen zu sitzen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten, nach Information von Business Insider, am Montag über eine Testpflicht von Beschäftigten in Unternehmen mit Publikumsverkehr. Bereits Mitte September hat es einen entsprechenden Vorstoß gegeben. Einige Länder hatten ihn damals aber abgelehnt, weil ihnen eine bundesweit einheitlich harte Testpflicht zu weit ging. Komisch, dass es den Minister jetzt nimmer zu weit geht, jetzt wo die Tests kostenpflichtig sind und die Inzidenz hier im Keller. Nach Düsseldorf, Hannover, jetzt Stuttgart. Wieder mal haben die ach so klimafreundliche E-Busse gebrannt. Jetzt hat München angekündigt, auch die E-Busse vorerst einmal außer Betrieb zu stellen. Gewitter, Donnerwetter, was ist denn da los? Ich denke, die Elektromobilität ist unser aller Zukunft. Jetzt sind die Dinger so teuer und taugen trotzdem nix. Auch die Post hat sich nach 7 Jahren Elektro-Odyssee von ihrem verlustreichen Street-Scooter getrennt. Die Feuerwehr wird's dankbar honoriere, denn die wisse überhaupt nicht, wie sie die Dinger löschen solle. Ist es doch alles andere als einfach so E-Auto zu löschen, zumal es ja dann spontan immer wieder zu Selbstentzündungen kommt. Selbst wenn man denkt, das Ding brennt nimmer, kann es sein, dass es Puff macht und steht wieder in Flamme. Aus dem Grund müssen so ausgebrannte E-Autos in Container gelagert werden und über Tage, wenn nicht sogar Woche, kontrolliert und überwacht werden. Ihr liebe Leid, was ist denn erst los, wenn hier mal Millionen von E-Autos rumfahren, es täglich zu Unfällen kommt und jeden Tag mindestens 3 von denen in der Stadt in Flamme stehen. Es gibt ja schon einige Parkhäuser, die lassen die E-Autos gar nicht mehr einfahren, weil es einfach zu gefährlich ist. So sieht also unsere mobile Zukunft in Deutschland aus. Lastenfahrräder und fahrbare Grillanzünder. In Hannover gibt's jetzt Streit um Flechtfrisuren, die Mädels beim Ballett auf dem Kopf tragen. Ein Schauspieler des Staatstheaters prangert an, dass die Darstellung Rassismus reproduziere. Ja, heutzutage könne sogar Frisuren rassistisch sein. Die Staatsoper sieht hohen Gesprächsbedarf, lässt aber offen, ob die Frisur geändert werde. Das ist ja auch gar nicht so einfach, das ganze Geknippel wieder aus der Haar rauszukriegen. Und dann ist die Frage, was für Frisuren da in Zukunft noch erlaubt sind. Anregungen könnte man sich da in Nordkorea holen. Da sind genau 28 Frisuren für die Frauen erlaubt. Gefärbte Haare und moderne Schnitte darf es nach dem Willen des Diktators gar nicht geben. Also wenn du als Nordkoreaner so auf Blondine stehst oder so wie ich auf Rothaarische, hast du schlechte Karte. So, ab Montag ist Schluss mit lustig, denn ab dem 11. Oktober sind die Schnelltests nimmer kostenlos. Nur noch Schwangere und Leute, die nachweisen können, dass sie die Impfung nicht vertragen, können einen kostenlosen Test pro Woche abrufen. Die anderen müssen dann pro Antigen-Schnelltest so um die 15 Euro berappe. Die Stadt Moers gibt jetzt gelbe Anstecker für Geimpfte aus. Die Aktion sorgte weltweit für Empörung, erinnert sie doch ein bisschen an die Judensterne im Dritten Reich. Wobei ja damals die Ausgegrenzte, also die Jude, stigmatisiert durch die Gegend laufen musste. Heute ist es umgekehrt. Denn heutzutage tragen die Nicht-Ausgegrenzte sogar freiwillig ihre Markierung. Aber eine Parallele kann man auf jeden Fall ziehen. Denn so wie heute hat sich damals auch nur das Ausland über so eine Aktion aufgeregt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. So, ihr liebe Leid, das war's jetzt wieder für heute. Ach, was bin ich immer froh, wenn ihr mal Videos so eifrig gucken tut und auch so schöne Kommentare schreibt. Dafür sage ich euch recht herzlichen Dank. Bei der Gelegenheit wollte ich euch noch sagen, dass mir es überhaupt nichts ausmacht, wenn ihr mal Videos teilt. Über Facebook, Telegram und so weiter. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt,
dann macht es doch bitte. Und vergesst bitte nicht, die Bimmelglocke zu aktivieren, denn nur dann kriegt ihr Informationen, wenn ich ein neues Video online gestellt habe. Wenn ihr mich mit einer Spende unterstützen wollt, dann findet ihr in der Beschreibung ein paar Möglichkeiten dazu. Das Geld verwende ich dann, um mir neue Hardware zu kaufen. Da gäbe es nämlich einige Sachen, die ich wirklich gut gebrauchen könnte, um mal Videos in besserer Qualität und vor allem schneller zu produzieren. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich euch so direkt anbettel, aber es ist ja für eine gute Sache. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.